Wir schauen uns heute mal die Kamerafunktion des Sony Ericsson Sazio etwas genauer an. Das Handy hat ja eine 12,1 Megapixel Kamera, was für ein Handy wirklich sehr viel ist. Außerdem hat das Handy einen Xenon Blitz, also einen Blitz, wie man ihn auch in einer ganz normalen Digitalkamera findet, der jetzt auch zusätzlich noch rote Augenkorrektur besitzt. So, ich habe jetzt schon die Klappe aufgemacht. Und hier an der Seite findet man die Fotofunktion. Da kann man hier einmal auf Play drücken, dann kommt man in die Galerie und kann alle Bilder anschauen, die man erstellt hat. Hier kommt man in das Kameramenü, kann dann auch zwischen Kamera und Video hin und her switchen. Und hier rechts hat man den Auslöser und hier links findet man den Zoom. So, indem man die Klappe öffnet, kommt man auch automatisch in das Kameramenü. Und wir sehen das jetzt hier. Und da wollen wir erstmal einmal hier durchgucken, was man hier überhaupt alles machen kann. Hier kann man halt Szenen einstellen, zum Beispiel Auto oder Hochformat. Dann hat man hier Querformat, Nachtaufnahme, Sportaufnahme, also wenn sich etwas schnell bewegt, dafür kann man das dann auch nehmen. Dann haben wir hier Dokument, also ein Dokument abfotografieren, Nachtporträt und Strand. Wir bleiben hier mal bei Auto. So, hier kann man das in Aufnahmemodus ändern. Haben wir hier erstmal normal, Panorama kann man machen. Best Picked, Smile und den Touch-Auslöser, den werden wir auch gleich nochmal ausprobieren. Ich mache jetzt aber erstmal normal. Hier kann man den Blitz einstellen, also den automatischen Blitz und ausstellen und dann haben wir hier auch das Auge für rote Augen. Hier kann man jetzt noch eine Belichtungskorrektur vornehmen, das heißt entweder dunkler oder heller. Wir lassen das aber mal auf 0. Und hier kann man den kompletten Automatikmodus nehmen. Das heißt, man muss eigentlich nur noch auf den Knopf drücken und die Kamera macht dann alles von alleine. So, neben der Leiste hier links hat das Handy hier unten auch noch einen kleinen Koffer, wo man noch weitere Einstellungen zu Foto und Video machen kann. Da hat man hier erstmal die Möglichkeit, den Selbstauslöser auszuwählen. Dann kann man hier die Bildgröße ändern. Ich klicke das jetzt mal an. Und da kann man hier zum Beispiel von den 12 Megapixel runtergehen auf die 9 Megapixel und dann Fotos im Format 16:9 aufnehmen. Wir wählen aber hier mal die 12 Megapixel aus, weil wir natürlich auch die volle Größe brauchen, um die Qualität der Fotos zu testen. Kann man hier den Autofokus noch ändern, zum Beispiel auf unendlich stellen, Makro einstellen oder halt Gesichtserkennung, was ja auch ganz nett ist für Porträts und so. Wir behalten aber mal Auto vor. Hier kann man jetzt noch den Weißabgleich ändern in Glühlampe, was hatten wir da noch? Neonlicht, Tageslicht, bewölkt. Dann hat man den Bildstabilisator, den man einstellen kann, allerdings funktioniert das nur, wenn man den Blitz aus hat. Dann kann man hier noch Effekte wählen, zum Beispiel Negativ, Solarisieren, Sepia, Schwarz-Weiß. Und hier kann man noch den Verschlusston ändern. Auch ganz nett, wir haben jetzt hier Sound 1 gewählt, den ganz normalen Verschlusston. Hat aber auch hier eine nette Funktion, Sound 2. Ist nämlich, wie jemand die Bierflasche öffnet. Sound 3 ist ein ganz normale Spielerei und Sound 4 ist ein digitaler Ton. Wir bleiben hier mal bei Sound 1. Also das ist ganz nett, aber vielleicht nur eine Spielerei. So, man kann dann hier von Foto zu Video klicken, hat dann hier die Möglichkeit zwischen Selbstauslöser, Videoformat. Wir haben jetzt die volle Größe, also das VGA-Format, gewählt. Man kann auch eine etwas kleinere Auflösung nehmen oder eine Auflösung speziell für Bildnachrichten. Das ist sehr praktisch, wenn man ein Video per MMS verschicken möchte.
So, dann lässt sich auch hier der Weißabgleich einstellen und auch hier kann man nochmal Effekte wählen und hat dann hier sozusagen das gleiche wie bei den Fotos auch nochmal, also negativ, solarisieren, Sepia, Schwarz-Weiß. So, neben den Videos findet man noch ein Setup. Hier kann man einstellen die Autoüberprüfung, das Picktempo, dann kann man hier zum Beispiel das Geotagging einschalten, also man kann seine Fotos mit Geotags versehen. Hier kann man Autodrehen einstellen, also dass das Handy zwischen Hoch- und Querformat unterscheidet und alle Einstellungen zurücksetzen, was sicher auch mal ganz praktisch ist, wenn man zu viel auf einmal eingestellt hat. So, wir wollen jetzt mal ein ganz normales Foto machen. Und ich sehe gerade, wir haben den Weißabgleich auf Glühlampe. Den wollen wir natürlich auf Automatik haben. Dafür habe ich jetzt hier mal diese Figur. Ich drücke hier oben auf den Auslöser, was wirklich sehr schön geht. Und das Handy erkennt das Motiv. Der Autofokus stellt scharf. Und die Qualität ist für ein Handy wirklich sehr gut. Also das kann man nicht anders sagen. So, jetzt hat ja das Sony Ericsson auch so eine so ein Touch-Autofokus. Das heißt, ich wähle den jetzt hier mal aus und ich kann jetzt mit meiner Hand bestimmen, welches Motiv scharf stellt und dann sozusagen mit dem Finger auslösen. Ist ja ganz nett, wenn man jetzt irgendwie gerne mit dem Touchpad arbeitet. Einfach hier drauf halten. Und dann löst es aus. Und es ist auch auf jeden Fall genauso scharf wie mit dem Autofokus. Also wer lieber mit dem Touchscreen arbeitet, als hier oben mit dem Auslöser, für den ist es absolut okay. So, jetzt wollen wir auch mal die Videokamera testen. Dazu switche ich mal hier zu Video. Und da haben wir auch hier nochmal Einstellungen. Hier kann man den Nachtmodus wählen, den haben wir jetzt ausgemacht. Hier kann man das Mikrofon ein- oder ausschalten. Hier kann man die zusätzliche Leuchte ein- oder ausschalten. Hier kann man wieder eine Belichtungskorrektur vornehmen. Und hier hat man den Automodus, also auch das, wo die Kamera alles alleine macht. So, wir wollen aber den ganz normalen Modus nehmen. Ich sage jetzt hier mal Play. Jetzt kann man hier auf Stopp drücken. Und sieht dann, dass auch die Videofunktion des Sony Ericsson Sazio absolut ausreichend ist und für ein Handy schon eine relativ gute Leistung hat. Also das Sony Ericsson Sazio ist auf jeden Fall ein nettes Kamerahandy mit vielen Funktionen. Die Bildqualität ist auch ganz gut. Man kann damit auf jeden Fall den einen oder anderen Schnappschuss machen. Und sollte man mal seine Digitalkamera im Urlaub zu Hause vergessen haben, bietet das Sony Ericsson Sazio auf jeden Fall gute Bilder.